Willkommen zur Streckenvorstellung mit mir, André Santos, zum dritten Lauf der WCC Masters auf Brands Hatch mit dem BMW 320. Wir starten unsere schnelle Runde. Auf geht's zur ersten Kurve, aus etwa 210 km/h, runtergeschaltet bis in den vierten, 140 bis 150 km/h hier die Kurvengeschwindigkeit, sehr schwierige Kurve, Auto trägt sehr nach außen. Weiter geht's zur Druids Bend, zweite Gangkurve hier, langsamster Abschnitt auf der gesamten Strecke, mit 60 bis 70 km/h durchfahren. In die nächste Kurve rein, Linksknick 90 Grad. Wenn man hier besser rauskommt, kann man versuchen, in der nächsten Kurve ein Überholmanöver zu setzen. Langgezogene Linkskurve hier auch im dritten Gang, 100 bis 110 km/h. Schön viel Schwung hier mitnehmen auf die Gerade, 4, 5 in den sechsten und kommen dann jetzt gleich zur nächsten Rechtskurve. Vierter Gang, 150 km/h hier etwa Geschwindigkeit in die nächste Rechtskurve. Sehr schnelle Triple-Rechtskombination hier, die jetzt abgeschlossen wird mit der Dingledale Corner. Auch hier etwa 140 bis 150 km/h im vierten wieder. Sauber hier den Curb treffen, damit man auch keine Zeit verliert. In die nächste Kurve, links 90 Grad, auch im dritten Gang hier. 110 km/h etwa. Und es geht in die letzte Kurve. Die Clark Curve, vierte Gangkurve hier, Auto wird sehr leicht, trägt gleich nach außen, bloß nicht ins Kiesbett kommen, da kann das Rennen auch ganz schnell vorbei sein. Und kommen jetzt wieder auf Start und Ziel und beenden die Runde mit einer 1:32,6.